Werter Präsident, werte Abgeordnete, werte Frau Ballmann, zunächst möchte ich nochmals aus dem Einigungsvertrag zitieren: einen Versorgungsausgleich für vor 1992 in den neuen Bundesländern geschiedene Frauen gibt es nicht. Dieser Satz im Einigungsvertrag sorgte für die heute besprochene Rentenungerechtigkeit. Denn es ist ungerecht, wenn für eine im Dezember 1991 in den neuen Bundesländern geschiedene Ehe kein Versorgungsausgleich durchgeführt wird und für eine im Januar 1992 geschiedene Ehe aber schon. Wir haben es mehrfach gehört, der Verein der in der DDR geschiedenen Frauen schätzt, dass ca. 300.000 Frauen betroffen sind und dass etwa die Hälfte der Frauen eine Rente unter der Armutsgrenze bekommt, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben. Und das ist natürlich nicht länger hinnehmbar. Und darum fordert die AfD, den betroffenen Frauen den Versorgungsausgleich nicht länger zu verweigern. Die Bundesregierung sollte einen steuerfinanzierenden Ausgleichsfonds einrichten, und das ziemlich zeitnah. Das Problem wurde schon lange erkannt, jedoch immer auf die lange Bank geschoben. Zuerst sollte bis 1997 eine Rentenreform verabschiedet werden, die die frauenspezifischen Elemente des DDR-Rentensystems ins Westrecht überführt. Im Jahr 2000 sollte im Bundestag eine zeitnahe Lösung gefunden werden und 2010 war der Bundesrat erneut darum, eine Lösung zu finden. Im März 2017 forderte der UN-Frauenrechtsausschuss Deutschland auf, einen Ausgleichsfonds einzurichten. Im Dezember 2017 wurde von den Linken ein ähnlicher Antrag im Bundestag gestellt. Der Titel lautete damals Forderung der Vereinten Nationen zu den in der DDR geschiedenen Frauen sofort umsetzen. Dieser wurde dort in den federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen und dort am 28. Februar 2018 beraten und von den Fraktionen CDU, CSU, SPD und FDP abgelehnt. Die AfD, die Linke, Bündnis 90, die Grünen sprachen sich für den Antrag aus. Der Antrag war erledigt und am 14. Juni 2018 gab es auf verschiedene Initiativen hin erneut ein Gespräch zum Rentenrecht im Bundestag. Hier im Landtag werden eindeutig schöne und warme Worte ausgesprochen, aber in Wirklichkeit knallhart auf Zeit gespielt. Alle Bundesregierungen seit 1990 haben dieses Problem bisher erfolgreich ausgesessen. Jetzt muss endlich eine Lösung her. Meine Damen und Herren, nachdem die Bündnis 90 Grünen im Bundestagsausschuss für die gleiche Sache gestimmt haben, bin ich heute voller Hoffnung, dass sie sich auch den Antrag der Linken anschließen wird. Dankeschön.